Hi, in diesem Video zeige ich, wie man sich ein günstiges Open-Source-Multiroom-Audio-System bauen kann, bei dem die Lautsprecher über WLAN verbunden sind und sogar miteinander synchronisiert werden können. Das System kann in Home Assistant integriert werden und spielt eigene Musik vom Server, Internetradio, aber auch Dienste wie Spotify funktionieren. Man hört keine Verzögerung. Das ist komplett über WLAN. Als mir ein Freund mal sein Sonos-Lautsprechersystem vorgestellt hat, da war ich schon ziemlich beeindruckt. Gar nicht unbedingt wegen dem besonderen Klang oder wegen den besonderen Preisen, sondern mehr wegen der Möglichkeit, kabellos Lautsprecher miteinander zu verknüpfen. Das heißt, eine Audioquelle abzuspielen und diese wird dann synchronisiert über mehrere Räume, sogar Etagen. Und technisch ist das schon ziemlich beeindruckend, wenn man so bedenkt, dass die Lautsprecher auch über WLAN verbunden sind. Und da muss ja tatsächlich dann die Latenz, die ja durchaus unterschiedlich sein kann, auch wieder herausgerechnet werden. Und das ist schon ziemlich cool. Aber für mich war das Sonos-System so nie das Wahre. Und deswegen habe ich mich da mal umgeschaut, was es so gibt. Da gibt es zum Beispiel Snapcast oder Balena, aber auch das funktioniert jetzt nicht so direkt, beziehungsweise in dem Maße, wie ich es schön fand. Und deswegen bin ich zufällig auf Squeezebox gestoßen. Und das ist ein Open-Source-System von Logitech. Da war auch ich ein bisschen irritiert, aber ja, Logitech hat einen Media-Server, der bietet im Prinzip alle Funktionen, die auch Sonos bietet. Das heißt, man kann seine eigene Playlist erstellen, man kann seine Offline-Musik abspielen, aber auch Plugins wie zum Beispiel Spotify funktionieren darauf. Und das Schöne ist, es lässt sich perfekt in Home Assistant integrieren. But wait, there's more. Es gibt noch ein schlagendes Argument, denn jeder weiß, was aktuell Raspberry Pis kosten, beziehungsweise wie fast unmöglich es ist, da überhaupt dran zu kommen. Und im Gegensatz zu Snapcast oder Balena lässt sich Squeeze Lite in diesem Fall sogar auch auf einem ESP32 installieren. Und ich habe schon eine ganze Weile so ein ESP32 Audio Kit zum Experimentieren, hauptsächlich zum Beispiel für Sprachassistenten, habe ich auch schon mal ein kleines Video drüber gemacht. Und jetzt kommt da auch ein großes Update bei Home Assistant. Da gibt es hier auch ein Video zu. Und eben diesen ESP32 Audio Kit kann man auch nutzen. Kostet ungefähr 14 Euro, um da halt beliebige Lautsprecher dran anzuschließen und die auch zu synchronisieren bzw. als unabhängigen Media Player zu betreiben. Das finde ich wahnsinnig cool. So, und dann zeige ich euch jetzt noch, was die Software alles so kann und wie man sie zum Beispiel einrichtet. Hier habe ich mal meinen Home Assistant, da habe ich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu sortieren. Hier habe ich zum Beispiel das alles in einer Karte, da kann ich dann hier draufklicken, kriege den Player nochmal angezeigt. Oder hier etwas ausführlicher Informationen, da kann ich auch hier den An- und Aus-Knopf drücken. Ich habe es jetzt natürlich aus, weil sonst dudelt mir das die ganze Zeit um die Ohren. So, und dann kann ich hier zum Beispiel Medien auswählen. Und wenn ich da jetzt irgendwas auswähle und anklicke, dann wird das auch dementsprechend auf dem Player oder auf den synchronisierten Playern direkt abgespielt. Und wie bekomme ich jetzt hier diese Medien hier rein? Da muss man die Docker Compose YAML etwas anpassen. Alle, die mein Smart Home Skript haben, die kennen sich ja vielleicht schon ein bisschen mit dieser Docker Compose.YAML aus. Die findet man unter i23docker/docker-compose-yaml. Und hier habe ich mal beispielhaft die beiden Notationen, die relevant sind, aufgelistet. Und zusätzlich nochmal Portainer, denn der Port 9000, den habe ich dem Logitech-Server jetzt mal gegönnt. Den habe ich hier mal umgesetzt auf den 9002, denn Portainer ist es im Prinzip egal, wo ich es erreiche. Aber hier muss ich sonst jedes Mal den Port ändern auf den einzelnen Satelliten, weil der standardmäßig voreingestellt ist. So, und dann habe ich hier unter Volumes habe ich zum Beispiel meine Playlists und meine Musik hinterlegt. Das gleiche habe ich hier auch nochmal in Home Assistant gemacht. Dann führe ich i23dc aus und das Ganze wird angewendet und installiert. Unter Port 9000, der ja sonst von Portainer belegt war, findet man dann jetzt hier den Logitech Media Server. Und da kann man dann zum Beispiel die einzelnen Player auswählen, hier unter Grundeinstellungen. Und daneben steht Player, da haben wir dann zum Beispiel die aktuell aktiven Player hinterlegt. Und dann unter Synchronisieren kann ich zum Beispiel sagen, welches Gerät mit welchem sozusagen verkettet wird. Das ist quasi wie eine Gruppe, das eine wird mit dem synchronisiert und das wiederum wird mit dem synchronisiert. Noch ein bisschen schöner aufgelistet ist es in einer Android-App und da kommen wir halt auch schon zu dem nächsten Ding, denn
wenn man hier in Home Assistant genauer hingeschaut hat, dann hat man gesehen, ich habe hier zum Beispiel mein Google Pixel bzw. auch mein Smart Home Tablet auch nochmal integriert. Da gibt es nämlich auch noch eine App, kann ich mal verlinken. Die kostet dann aber mal 5 Euro so um den Dreh. Lohnt sich aber auch. Das heißt, man braucht halt eben nur einmal diese App. Und wenn man noch irgendwelche alten Android-Geräte rumliegen hat, dann kann man die zusätzlich auch noch nutzen, um zum Beispiel Bluetooth-Lautsprecher damit zu verbinden und die eben auch nochmal zu synchronisieren. So, und dann hat man hier die Möglichkeit, zum Beispiel einen Radiosender mal automatisiert abzuspielen zu einer bestimmten Zeit, so wie man es halt gerade eben braucht, wenn man zum Beispiel morgens geweckt werden will mit einem Radiosender und. Das ist natürlich jetzt über Home Assistant wieder grenzenlos, alles möglich. Und das Schöne ist, da Media Player in Home Assistant so gut integriert sind, gibt es dann auch die Möglichkeit, in Zukunft den Assistenten, das heißt den Sprachassistenten, die Textausgabe, und das zeige ich jetzt nochmal in einem anderen Video, eben auch über die Media Player auszugeben. Um den Logitech Media Server in Home Assistant zu integrieren, ist nur ein kleiner Schritt nötig, und damit werden auch automatisch alle anderen Satelliten integriert. Da gehen wir hier auf Logitech und dann Squeezebox, und das kann man so direkt übernehmen und zack ist es hier direkt integriert. Wer mein Smart Home Installationsskript noch nicht kennt, den empfehle ich, meinen Newsletter zu abonnieren. Da bekommt ihr das zugeschickt und auch bei Fehlern oder bei Erneuerungen oder Sicherheitslücken informiere ich euch da direkt. Und da gibt es jede Menge Programme, noch ein paar mehr, als es in Home Assistant als Add-ons gibt, weil das Ganze basiert halt einfach nur auf Docker. Und ich nutze halt sehr viel Node-RED, und da kann man dann zum Beispiel einzelne Instanzen noch wieder duplizieren oder zum Beispiel auch auf verschiedenen Geräten laufen lassen, das Ganze integrieren. Und wer möchte, kann natürlich auch Home Assistant OS selber ausprobieren. Für mich hat das aber nie gereicht, deswegen habe ich halt eben dieses Skript ins Leben gerufen. Funktioniert mittlerweile nicht nur auf dem Raspberry Pi, sondern auch auf normalen, zum Beispiel kleinen Computern. Kann man sich das Ganze installieren, muss natürlich Linux-basiert sein. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch den Logitech Media Server, aber ich will jetzt mal darauf eingehen, wie man den ESP32 als Satelliten fertig macht. Und das ist ganz einfach, denn da gibt es eine browserbasierte Installation. Ich zeige das mal ganz exemplarisch, das muss man im Edge oder Chromium muss man das öffnen, weil der Firefox selber diese Funktion nicht unterstützt. Ich habe mal den Edge geöffnet, damit doxe ich mich natürlich als Windows-Nutzer, aber die meiste Zeit bin ich doch auf Linux unterwegs, sonst würde ich da auch nicht die ganze Zeit mitarbeiten. So, und hier kann man halt das Gerät auswählen, dann Connect zum Device, und wenn das Ganze über USB angeschlossen ist, kann man sich hier verbinden und dann dauert das einen kleinen Moment und dann kann man diese Firmware flashen. Wenn das Ganze dann komplett ausgeführt ist, dann spannt das Gerät einen Hotspot auf. Da kann man sich verbinden. Das Passwort ist SqueezeLite und da kann man dann sein eigenes WLAN konfigurieren. Und wenn das getan ist, dann kann man sich auf die IP-Adresse des Gerätes verbinden und muss dann noch ein kleiner Konfiguration vornehmen. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Chip man gerade erwischt hat. Aber in der Regel sind es ja nur zwei Möglichkeiten. Das kann man dann auch einfach mal ausprobieren. Wenn Ton kommt, dann funktioniert es. So, und hier unter Credits muss man einmal den NVS-Editor aktivieren. Und in meinem Fall habe ich jetzt hier das Buttons hinzugefügt. Und dann fügt man hier unter New Line da unten nochmal Buttons ein, und ich verlinke mal das Repository und die dementsprechenden Beschreibungen. Anschließend muss man noch unter der Server Config, muss man gerade gucken, wo es hier unter Audio, gibt man nochmal die IP-Adresse vom Raspberry Pi oder von seinem Hauscomputer an, wo man halt eben den Logitech Media Server installiert hat. Und dann wird das Ganze schon automatisch verbunden und dann taucht das Gerät hier als ESP32 oder je nachdem, wie man es benannt hat. Ich weiß gar nicht, wo das wiederum stand. Ich glaube, das war hier unter System dieser Parameter, dass man den einfach gesetzt hat.
Ist ja aber auch nicht so wichtig. Man kann das Ganze ja auch überall nochmal nachträglich umbenennen, aber einfach mal ausprobieren. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ja, und so hat man dann die Möglichkeit, seinen Home Assistant nochmal um einen synchronisierten Multiroom-Audio-Client und Serversystem zu erweitern. Und wie gesagt, die Android-App, sowohl der Controller als auch der Client, der auch ein Android-Gerät als Lautsprecher quasi umfunktioniert, kann ich sehr empfehlen. Links packe ich alle in die Beschreibung. Und ja, in dem Sinne, immer schön smart und unabhängig bleiben und wünsche viel Spaß beim neu geschaffenen Musikerlebnis. Zuerst war die Idee.